Hallo, ich begrüße euch auf meinem YouTube-Kanal. Ja, heute bauen wir das erste Segment zusammen. Und zwar baue ich jetzt das Segment 2. Das ist hinten, ja, auf dem Plan ersichtlich, links in der Ecke von dem 2,60 m Schenkel. Das Segment hat eine Länge von 880 mm auf 1000 mm und besteht nach wie vor aus 18er MDF. Ja, jetzt zeichne ich erstmal die inneren Außenbretter an. Die haben ja die Durchführung für die beiden Schattenbahnhöfe übereinander liegend. Und misse jetzt erstmal aus von der Basishöhe, die von den 150 mm, die Durchfahrtshöhe, die werde ich auf 60 mm inklusive Trassenbrett festlegen. Und natürlich dementsprechend übereinander dann die Durchfahrten einzeichnen. Und anschließend werde ich schon mal gucken, dass ich das ausgeschnitten bekomme mit der Stichsäge, schön sauber und ordentlich. Und dann im Laufe des Videos das Segment vom Rohrrahmen fertigstelle ohne Trassenbretter. Ja, Segmente selbst sind nach wie vor, wie gesagt, aus 18er MDF. Rohmaterial. Die Trassenbretter entstehen aus 8 mm Pappelsperrholz. Und auf diesem Pappelsperrholz kommt anschließend nochmal 2 mm Kork mit Kraftkleber bzw. Kontaktkleber verklebt. Meine Schienen hinterher sind von Fleischmann im nicht sichtbaren Bereich ohne Beton. Die Weichen sind komplett von Peko, Code 80 auf der gesamten Anlage, egal ob sichtbar oder nicht sichtbar. Und die sichtbaren Hauptgleise auf der Anlage, inklusive auch Bahnhof und Nebenbahnen, entstehen komplett aus Peko-Gleisen, auch Code 80. So, jetzt ziehe ich euch etwas hoch, zoome etwas zurück. Und jetzt zeichne ich schon mal erstmal die ersten Durchfahrten für den Schattenbahnhof ein. Ich fange mit dem Schattenbahnhof an, den unteren. Nehme da die Basishöhe von 150 mm. Und ziehe mir da einen schönen Strich, dass ich die schon mal habe. Das untere Trassenbrett hatte ich am Computer geguckt, muss eine Breite haben von mindestens 310 mm und ich werde so, denke ich, auf 340, 350 gehen. So. Wir haben einen anderen Winkel gekauft, andere war ja ein Schlosserwinkel, das ist jetzt ein Zimmermannswinkel. Ich hoffe, dass der auch rechtwinklig ist. Zeichne ich jetzt einfach grob an, einen langen Strich. Muss die Rahmenbreite berücksichtigen. Die 18 mm zeichne ich hier ein, eine Markierung. Gehe von dort. Ja, ich kann es mir natürlich noch einfacher machen. Ich habe hier auf meinem Plan habe ich ja das Gerüst eingezeichnet. Ich gehe einfach mit der Durchfahrt auf diese Unterkonstruktion. Da hatte ich mir schon in der Planung ausgerechnet, dass das Trassenbrett da aufliegt, dass ich das verschrauben und verkleben kann, dass das nicht durchhängt. Das hat eine Breite von 30, 35, von 37.
Das heißt, ich mache mein Durchfahrtsloch 37 cm breit, also 370 mm. Von Außenkante. Da werden dann nochmal die 18 mm von dem Rahmen abgezogen. Also gehe ich jetzt Außenkante vom Segment auf 370. Habe ich dann Durchfahrt von 35,2. Das sollte problemlos funktionieren. So, jetzt lege ich den Winkel an, ziehe direkt 60 hoch. Ja, noch über, das ist nämlich ein 250er Winkel. Hier natürlich auch. Mal wie lang mein Edelstahllineal ist, dann brauche ich nämlich nicht mit dem Brett da rumfuschen. Da ist es. Stand der Akkuschrauber drauf, das habe ich nicht gesehen. Ne, ist zu kurz. Aber ich habe noch eine kurze Wasserwaage. So, das ist jetzt die erste Durchfahrt, inklusive Trassenauflage, 60 mm hoch. Jo, kommt hin. So, laut meinem Plan, sieht man hier nicht, aber habe ich eingezeichnet, ist der nächste Schattenbahnhof. Das ist Schattenbahnhof 1, hier kommt ja dann Schattenbahnhof 2. Das ist der Schattenbahnhof insgesamt 100 mm über 0. Das heißt, ich gehe jetzt wieder auf meine 150er Linie, auf die Nulllinie und setze mir dort einen erneuten Strich bei 100 mm. Stahllineal. Das ist hier. Schattenbahnhöfe sind identisch von der Breite, also mache ich einfach dieselbe Öffnung ins Brett. Bei 100 mm denke ich, dass man da noch sehr gut reinpacken kann bei Spur N. Und Durchfahrtshöhe passt auch. Wie das hinter den Pantographen ist, das weiß ich noch nicht, ob ich die mit einem Angeldraht abhängen kann und mit der Angelschnur abhängen kann, dass er ein bisschen tiefer hängt, weil ich keine Tunneloberleitung verbauen werde im Gleiswendel bzw. Schattenbahnhof. Das ist mir viel zu viel Aufwand und da werde ich ihn sowieso leicht runterziehen, dass die nicht so hochschnacken, wenn da keine Scheren im Pantographen sind. Und auf jeden Fall
hatte das bei der Anlage auch schon so wunderbar funktioniert mit der Durchfahrtshöhe und deswegen werde ich die auch beibehalten. Gleiswendel hat einen geplanten Steig- und Neigwinkel von 2,5% Maximum. Und da habe ich mir was ganz Tolles gekauft. Ich hatte nämlich vorher das immer mit einem Taschenrechner ausgerechnet, wie viel Gleislänge. Und da musste da immer genau gucken, dass ich da meine 2,5% einsteige. Und da war ich mir total unsicher, ob das wirklich so ist. Und da habe ich mir jetzt ein super geiles Gerät gekauft. Soll keine Werbung sein, aber ich finde das echt klasse. Das zeigt einem nämlich an, wie viel Prozent Steigerung wir hier haben. Im Positiven und auch im Negativen. So zum Beispiel 0,43% Neigung bzw. Steigung sogar. Das heißt, ich bin ein bisschen schief. Das ist nichts, wenn man jetzt das Lineal drunter legt. Haben wir die im Negativen schon. Das heißt, das ist ein halber Millimeter. Ne? Also das ist schon sehr genau. Ja, mal gucken, wie es wird. Das hat sogar 50 mm Höhe. Das heißt, ich kann da sogar die nächste Trasse dann direkt drauflegen. Ja, das will ich kurz zeigen. Ich hoffe, dass das mir sehr viel Ärger abnimmt hinterher. Ja. Aber jetzt geht's hiermit weiter. Heißt, ich ziehe hier hinten wieder. Strich für die 60 mm. Hier auch. Abmessen. Das ist jetzt einmal die beiden Durchfahrten für den Schöppenbahnhof 1 und 2. Und zwar ist das das Brett 1b. Das ist ja 1a und 1b gleich. 1b ist ja auf dieser Seite und 1a ist auf dieser Seite. Das heißt, das andere Brett das 1b brauche ich gar nicht anzeichnen, das ist einfach nur stumpf an der Wand. Allerdings habe ich mir überlegt, dass ich mir dort eine große Ausschachtung reinmache, falls sich mal die Räumlichkeiten ändern, aus was ein Hund auch immer. Und irgendwas ist, dass ich nicht jedes Mal unter der Anlage her muss, dass, um da irgendwas rauszuholen, wenn irgendwas umgekippt ist oder bei Putzarbeiten, was weiß ich, kann ich einfach von hinten reingreifen und das dementsprechend reinigen. Aber das mache ich später, wenn ich es mir fertig überlegt habe. So weit bin ich noch nicht. Aber auf dem Brett kommen noch die Segmentverbindungen drauf. Geplant habe ich die mit Schrauben, Schlossschrauben M8, 40er Länge, weil 2x 18 mm, 36 und dann brauche ich da noch eine Unterlegscheibe, damit der Schraubenkopf das Brett nicht kaputt macht. Und dementsprechend muss das ja dann verbunden werden. So, das heißt, die kriegt die Schraubung vom Kopf. Okay, ich mir. Vergesse ich das auch nicht. Auch wenn ich das jetzt heute noch bauen werde, beziehungsweise morgen Vormittag. Ich habe noch frei und dann kann ich das machen. Genau. Das ist 1b. Schreibe jetzt 1b drauf. Mach also das A weg
brauchst 1A, B, 1B. Ne? Genau. So. Die Segmentverschraubungen. Das ist ein heikles Thema, finde ich zumindest. Ich hatte das ja auf den anderen Segmenten auch gehabt. War da nicht so ganz zufrieden mit, tatsächlich, muss ich sagen. Das war nicht so schön. Aber da hatte ich auch kein Untergestell gehabt. Da hatte ich die Segmente gebaut und die Füße unter den Segmenten geschraubt. Und kann auch daran gelegen haben, dass das alles so ein bisschen nicht schön war. Und die Bretter waren natürlich auch, ne, ein bisschen kompliziert geschnitten, sag ich mal. Die Ausschnitte SBH1, SBH2. So, Quatsch nur Mist. Jetzt will ich mal weitermachen. Und zwar habe ich vorgesehen, pro Verbindung mindestens drei Verschraubungen zu machen für die Segment. Übergänge. Ne? Habe jetzt erstmal 20 Einschlagmuttern gekauft und 20 Schrauben. Mache ich immer als Kiloware, bis es sowas gibt. Und also in meinen Augen. Und jetzt habe ich mir überlegt, das über Kreuz zu machen, beziehungsweise dreiecksförmig. Ich mache Verschraubungen rein und noch zusätzlich zwei, wie heißen sie? Die Dinger, die man auf den Schrank reinbaut, wie heißen sie? Nicht Bolzen. Das sind auch Bolzen, kann man Bolzen sagen. So. Diese Holzstifte. Dübel. So, hier haben wir ja die 48,4. Das heißt, wir haben 42,2. Ich gehe jetzt mittig zwischen meinen Schattenbahnhöfe. 42,2 ist hier in der Breite. Und dann ziehe ich die auf jeden Fall hier zusammen und habe da kein Theater hinterher. Dass ich hier eine fixe Verbindung habe. Links, rechts daneben kommen dann die beiden Stifte rein, die beiden Dübel. Und hier unten dann auch nochmal. Und er macht die Dübel auch über Kreuz. Kann er machen, wie ich will, ist ja egal. Ist halt nur, dass es halt auch fixiert ist beim Verschrauben. Zwar nicht vor, die zu zerlegen, aber was fertig ist, ist fertig. So, 42,2. Ist wieder ein Knick vom Zollstock, ist mal mega geil. 42,2. Genau, Mitte getroffen. Schriftlich noch, Verschraubung. Ja, mit den Dübeln wir jetzt dementsprechend dann ein oben, zwei oben, ein unten. Auch relativ mittig. Beziehungsweise relativ genau mittig.
75. Und da oben. Es wären so, denke ich, 8er oder 10er Dübel. Aber da kaufe ich keine fertigen Dübel, denn ich bin Rundstab und schneide hier da dementsprechend ab auf der Kappsäge. Dübel. So. 21,1.75 ist ja ein bisschen tief. Ich nur auf 60. So. Dübel. Dübel. Jetzt haben wir Brett 1b für Segment 2 fertig. Brett 2a und 2b, weil die sind identisch nach wie vor. 2a passiert nichts mit, bleibt so, kommt eventuell ein großes Loch rein, aber erst hinterher. Ein paar Gedanken machen. In der Trassenbefestigung auf. Und das liegt hier gut. Ja, Tisch benutzt. Und Brett 2b. Das B hat wieder die beiden Ausschnitte für den beiden Schattenbahnhöfen da unten, wo mein Daumen ist. Habe ich ja wieder die fixe Vorgabe und so mache ich dann wieder den Durchbruch. Einfach zu gucken, hat auch die 37, also 100%ig identisch. Das heißt, wir bleiben auf dieser Seite, nehmen uns wieder die 150 für Ebene 0. Ebene 0 ist Schattenbahnhof 1. Ich finde
die 18 mm nicht zu vergessen. Ja, Strich wieder weg. Brett 2 A und B sind ja die Bretter, wo die Bohrungen reinkommen. Die zeichne ich jetzt noch nicht auf, habe ich mich gerade zu entschieden. Strich vergessen. Die erste Durchfahrt, SBH1. Wird entfernt. Genau. Dann mal wieder die 100 von Ebene 0, Ebene 1. Ebene 1 Schattenbahn auf 2. Wieder 60 mm. So. Genau. Die anderen Bretter bleiben, wie sie sind. Dann schneide ich das jetzt aus. Und dann geht es weiter, wenn ich es aufgeschnitten habe.